Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder G bei Fakir Almas im Let's Play von Zelda 4, Link's Awakening. Ja, wir haben den Wundertunnel, alias Fischmaul, alias was auch immer, hinter uns gebracht. Wir können jetzt schwimmen tatsächlich und tauchen, was uns wieder neue Möglichkeiten eröffnet oder neue Bereiche erschließen lässt. Die Sache ist nur die, im Grunde genommen dieses Safe-Stating, was ich gemacht habe, macht ab dem Moment eigentlich keinen Sinn mehr, wo ich ja eigentlich schon von Gaia Wally diese wunderbare Flasche bekommen habe, die mich heilt, sobald ich auf 0 Lebenspunkte runtergefallen bin. Und die kann man immer wieder bei ihr kaufen, die ist auch gar nicht so teuer. Was waren das, irgendwie 24 Rubine oder sowas? Auf jeden Fall kann man da, braucht man da keine Angst haben eigentlich dann. Das ist quasi so ein Rettungstrank, der einen automatisch rettet. Und aber wir schwimmen erstmal ein bisschen durch die Gegend hier, denn hier ist so eine mysteriöse Höhle. Und hier ist jemand. Mit zwei Fischen. Können die mit mir reden? Ich bin Manbo. Ah, das ist der große Fisch. Manbo, Kind des Sonnenfisches. Es gibt einen Windfisch und jetzt gibt es auch den Sonnenfisch. Und er ist das Kind davon. Quasi wie Kranka das Kind von Ungoliant ist. Wieder ein Verweis auf das Silmarillion. Oder Herr der Ringe. Hast du schon eine Flöte bekommen? Nein. Oh, du hast also keine Flöte. Doch, hab ich. Ich bin Manbo, Kind des Sonnenfisches. Hast du schon eine Flöte bekommen? Ja. Gut. Und Link streckt sein Schwert aus. Dann kann ich dir jetzt meinen Song beibringen. Blub. Ich kenne den Mambo-Song. Die Fische tanzen mit. Je, yeah, tanzt. Dip, 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 dip. Yeah. Tada. Soeben hast du Manbos Mambo gelernt. Spiele ihn, wenn du aus dem Fluss kommst. Was passiert dann? Ich bin Manbo, Kind des Sonnenfisches. Spielst du meinen Manbo, wirst du in den Manbo-Brunnen teleportiert. Auch in den Höhlen solltest du ihn spielen. Manbo. Manbo-Man. Mambo, Mambo, Man. Ja, und das ist kein Endboss, es ist ein friedlicher Fisch, der einfach Mambo macht. Ja, und sowas findet man halt in so einer Höhle. Da 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 da. Ich tauche ein bisschen rum, aber finde nichts. Die Orks finden auch nichts. Sie schießen gegen die Wand. Lala, lalala. Und das sind Tektites, habe ich nachgelesen. Hui. Ah, ist das schön zu schwimmen. Wir können auch ein bisschen schneller schwimmen, wenn wir die A-Taste drücken. Mit der B-Taste tauchen wir. Hier ist noch eine Höhle. Wir tauchen ein bisschen rum hier. Denn hier gibt es sicher was zu finden. Ah, ein Herzteil. Es gehört dir. Es gehört mir. Ja, das kann ich gleich mal wegstreichen hier von meiner Karte, damit ich das... Oh, das ist gar nicht die Karte. Damit ich das alles im Überblick behalte, was ich schon gefunden habe und was nicht. Wo bin ich denn hier auf der Karte? Ist das richtig? Ja, sieht richtig aus. Ja. Ja. Da war's. Okay, ich habe hier die DX-Karte. Also ich glaube, da sind die Orte ein bisschen anders. Übrigens, mit den Zaubermuscheln, da habe ich wohl was falsch gemacht. Anscheinend kriegt man, wenn man genau 5 Zaubermuscheln hat und zu dem Muschelbazar geht, und bei 10 kriegt man eine Gratis-Muschel sozusagen als Belohnung. Aber ich habe jetzt ja 13 schon, also bringt mir das gar nichts mehr. Es gibt, glaube ich, 26 Zaubermuscheln insgesamt, aber man braucht ja maximal nur 20 für das Muschelschwert. Oh, und hier können wir raus. Tada! Ja, darüber können wir noch nicht, weil uns fehlt noch etwas anderes. Was passiert, wenn ich jetzt den Mambo spiele? Bäh, 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 bäh. Da lande ich in Mambos Brunnen. Ah, das ist Mambos Brunnen also. Gut, dass wir das mal erfahren, dass das hier Mambos Brunnen ist und nicht irgendwas anderes. Und hier ist Gaia Wally, ja. Also könnte man hier recht schnell mit Mambos Song zu dem Ort kommen, wo man den Heiltank neu kaufen kann. So, als nächstes Level 5 im wirklichen Fischmaul.
Oh, ein Geist. Ja, nachdem man den vierten Dungeon geschafft hat, taucht ein Geist auf, der uns verfolgt. Der macht bei jedem Bildschirm macht er so ein Geräusch. Und er verfolgt uns jetzt. Wir werden verfolgt von einem Geist. Oh nein, verschwinde Geist. Verschwinde. Aber tut er nicht. Übrigens, diese Cookmans, wie sie heißen, mit denen kann man reden. Allerdings ist das ein bisschen fummelig. Wenn man sie schlägt mit dem Schwert, dann wird man ja verletzt. Und auch wenn man in sie reinläuft. Man muss ganz nah an sie rangehen, dann die A-Taste drücken, nachdem man sie verzaubert hat mit dem Zauberpulver. Und dann geben sie halt so Dialoge ab. So die Claude M. Moaz-Dialoge, für die das Spiel berühmt ist. So, das hier zum Beispiel. Gib mir deinen Saft. Ich geb dir meinen. Ja. Nie ohne Kondom, ja. Das haben sie dann rausgeschnitten in der DX-Version. Irgendwelche Sorgen, Nöte oder Probleme? Stop the war. Give peace a chance. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Ja, und das sind die vier Dialoge, die man von den Cookmans bekommen kann. Nie ohne Kondom. Ja, das ist ein guter Hinweis. Das Haus. Bring mich... Das Haus an der Bucht. Ja, das ist der Geist, der mit uns spricht. Und er will unbedingt zu einem Haus an der Bucht. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Das Gepiepe nervt mich. Warte mal. Ich glaube aber, das ist noch nicht das Ende. Eigentlich sollte man den hier zu diesem Grabstein hier bringen. Aber hier will er noch nicht hin. Erstmal müssen wir ihn zu seinem Haus bringen. Und das Haus haben wir schon gesehen. Das ist dieses verlassene Haus mit dieser komischen... Oder mit dieser traurigen Musik, die da spielte. Und da will er hin. Also auf zum Strand. Ich glaube, in dieser Höhle, wo ich nur ein paar Rubine gefunden habe, gibt es tatsächlich noch ein Herzteil. Oh, diese war es gar nicht. Das war eine andere Höhle. Aber es gibt hier noch etwas, was ich übersehen habe. Zwar bei diesem Baum. Wenn wir den anrempeln, gibt es nämlich auch nochmal eine Zaubermuschel. Tada! Damit haben wir jetzt 14. Ja, werde ich auch mal weg. Echsen hier. Ne? Ein Kuli. So, dann haben wir das. So, wo bin ich jetzt? Okay. Ah, es ist die andere Höhle. Alles klar, ich weiß jetzt, welche das ist. Diese hier. Pegasus-Stiefel bereithalten. Die Sonne vorbeilassen. Let the sun in your heart. Irgendwo hier müsste es, glaube ich, sein. Hier eine Bombe legen. Ist entweder hier oder woanders. Nein. Dann war es vielleicht hier. Ja, hier ist ein Durchgang. Also die Höhle hat schon ein bisschen mehr zu bieten, als man denkt. Nämlich ein Herzteil. Haben wir schon 3 von 4 wieder. Ein weiteres und wir haben dann einen weiteren Herzcontainer. Sehr, sehr faszinierend, das Ganze. So, und jetzt kommen wir raus. Und der Geist folgt uns überall hin. Das ist genauso wie Marin. Na, Greifenfeder und Kraftarmband. Das sind die beiden Hauptgegenstände eigentlich für mich im Spiel. Ich springe gerne durch die Gegend. Aber erstmal bringen wir den Geist jetzt zu seinem Hort. Kann ich den Bogen schon leisten? Ich glaube nicht. Denn mir fehlen noch 30, 32 Münzen. Ah, die werden wir auch noch kriegen. Der Bogen ist tatsächlich optional. Hi, Struppi.
Schuppi, wie geht's dir, Mann? In anderen Zelda-Spielen ist der Bogen ja immer so ein Gegenstand, den man dann in einem Dungeon bekommt. Aber hier ist es wirklich so eine Sache, die man eigentlich kaufen kann. Und es macht auch Sinn für manche Gegner. 150. Der Geist und der Affe ist dort. La 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 la. La 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 la. Hier reingehen. Mein Haus. Ja, das ist sein Haus. Da da da. Da. Es taucht einfach so ein Geist auf, der uns verfolgt. Nostalgia. Com sempre. Ist es Latein oder Spanisch oder was? Buhu. Oh. Genug, Friedhof. Bring mich mein Grab. Tja. Na, hast du dich gut umgesehen, Geist? Dann bringen wir jetzt zu seinem Friedhof. Also wieder zurück. Da 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 dam dam. Da da dam. Da-da-dam. Da-da-dam. Oh, wartet mal, ich kann besser hier lang gehen. Da kann ich noch ein paar Sachen abgreifen, jetzt wo ich schwimmen kann. Hüpf. Ein Kuckmann. Noch mehr Kuckmänner. Was sagt denn Ulrira zu dem Ganzen hier? Ja, hier Ulrira, an dir hängt ein Gespenst. Nun, dann solltest du es dorthin bringen, wo es hin will. Tschüss. Danke für den Hinweis. Das habe ich jetzt schon in Teilen gemacht. Ich werde flüchten ins Wasser. Haha. Ich kann jetzt schwimmen. Oh, eine Nixenstatue. Das ist das, was Krokodilius wohl gebaut hat. Hm. Bin ich jetzt gerade? Hm. Hier soll es wohl irgendwo eine Zaubermuschel geben. Ah, da an der Stelle vielleicht? War ich da noch nicht? Na gut, dann muss ich da mal ran. Ja, und diese gelten als mit die stärksten Gegner im Spiel, weil sie viele Treffer aushalten und, einen Moment bitte. So, weiter geht's. ja. Wie das manchmal so ist. Ich wollte noch nach diesem Fleck da suchen, wa? Und da wollte ich auch nochmal gucken. Ja, hier ist eine Zaubermuschel. Du hast eine Zaubermuschel. Ja, dass ich die übersehen habe. Wie konnte das passieren? Es ist passiert. Man sollte nicht mehr fragen, warum das passiert ist, sondern einfach akzeptieren, dass es passiert ist. Oh, ich kann ausweichen. Noch eine Zaubermuschel. Damit haben wir schon 16. Ich brauche noch 4 Stück. Ich ducke mich im Wasser. Du wirst mich nicht töten. Kreatur. Ah, au. Ja, die sind verdammt heftig. Diese Kreaturen. Diese fliegenden Pilze mit Bomben. Ja, und hier ist das Fischmaul schon. Aber erstmal will ich den Geist loswerden. Aha, ihr könnt mich nicht treffen, wenn ich tauche. Interessant, dass diese Soras anscheinend nur an der Oberfläche existieren. Oh, wieder mehr, ein Angler. Ist der Bruder vom anderen Angler? Es ist seltsam. Dieser Fisch ist mit dem Angelhaken auf und davon. Seitdem halte ich die Schnur ins Wasser, aber keiner beißt mehr an. Könnte es sein, dass ich ohne den Angelhaken nicht angeln kann? Das ist gut möglich, mein. Du kannst mich angeln. Du hast einen Link gefangen. Es ist seltsam. Ja. Also braucht er einen Angelhaken, bevor wir ihm was machen können. Da-da-da-dum-dum. Okay. Mal sehen, was er dann fangen kann, wenn wir ihm den Angelhaken gebracht haben. Wenn wir es geschafft haben. So, ich wollte ja zu seinem Grab hin. Eigentlich.
Oh, ich kann ja auch hier lang schwimmen. Friedhof, bring mich mein Grab. Ja, ich bring dich zum Grab. Keine Sorge, ich muss einmal weg von diesen Wahnsinnigen hier. Oder direkt reinspringen. Au. Ich könnte nochmal die Fee aufsuchen, die könnte mich heilen. Oder ich nehme einfach den Trank von Gaia Wally. Oh. Nicht ins Loch fallen. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwo Schätze kriege von der Muschelbazar. Vielleicht klappt das ja jetzt schon irgendwie. Testen wir es mal. Ja, es geht schon ziemlich hoch. Na, erreichen wir irgendwas Cooles? Nein, aber ja nichts. Guten Morgen. Ein Götter-Ahorn. Das kann ich gut gebrauchen. Ja, Bombenmann. Bombenpilz. Bombastisch. Hm, ich könnte hier auch mal schwimmen gehen, denke ich gerade. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Springen kann ich nicht. Ist da oben vielleicht irgendwo oben ein Steg, dem ich ins Wasser komme? Okay, das ist schon mal gut. Ich will ein bisschen rumschwimmen. Aber es gibt hier eigentlich auch noch was zu finden. Hier ist wieder Schloss Canalet. Mein Schloss. Das sind meine Soldaten. Naja, sind nicht ganz die loyalsten Leute. Überhaupt nicht. Sie greifen mich an. Also wenn man hier, glaube ich, taucht, dann kann man hier was finden. Hier oder hier? Hier ist es wohl nicht. Ja, ein Herzteil. Ja, ein weiterer Herzcontainer. Sehr schön. Du hast 4 Herzteile gesammelt. Jetzt bekommst du einen neuen Herzcontainer. Und volle Lebensenergie. Ja, das hat sich doch gelohnt. Gibt es sonst noch etwas? Ich glaube nicht. Wenn, dann müsste man da schon... Ich frage mich echt, wie man da hinkommt. Weil mit Enterhaken geht das auch nicht. Weil es kein... An Bäumen kann man sich nicht festhalten. Das ist schon ein bisschen merkwürdig dann, ne? Hm. Jetzt müsste ein... Eigentlich müsste ich von der anderen Seite kommen. Aber vielleicht gibt es ja einen Weg später. Sobald wir den Enterhaken haben, geht's richtig rund. Können wir, glaube ich, alle Orte erreichen, die wir erreichen wollen. Weil die anderen Gegenstände, die man noch findet, sind höchstens Waffen oder Verbesserungen von dem, was wir schon haben. Ja, ich bring dich zu deinem Grab. Das ist ja nicht mehr so weit. Und die Spinnen, die aus diesem Loch kommen, kommen unendlich oft raus. Au. Lass mich mal vorbei. Was war in dieser Höhle noch drin? Ah, die Heilung, aber brauchen wir nicht. Die Hexe. Trinkt mehr Zauberpulver, merke ich gerade. Schon die ganze Zeit. Hier ist dein Grab. Danke, eine Vase in meinem Haus. Schaut runter. Tschüss. Und die Eule taucht auf. Uhu, endlich, da bist du wieder. Ja, und du bist auch wieder da. Um in das große Fischmaul zu gelangen, musst du an einer Stelle der Zwergenbucht tauchen. Du kommst dem Windfisch immer näher. Die Zeit des Erwachens
ist nicht mehr fern. Gute Nacht. Dann soll eine Vase in seinem Haus jetzt uns angucken. Also wieder zum Strand. Ich überlege gerade, ob ich einen schnelleren Weg dahin finde, aber mir fällt gerade keiner ein. Vielleicht gibt es eine Zaubermuschel oder so. Aber Zaubermuschel haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Geronimo's! Es gibt hier nur... Von Gegnern kriegt man immer nur einen Rubin. Es gibt keine verschiedenen farbigen Rubine. Ist ja auch beim Game Boy ein bisschen schwer darzustellen. Der Farbschema. Was soll denn bei DX? Da gibt es ja Farbe. Aber es sind alles nur normale Rubine. Einzelrubine. So, unter einer Vase. Die da sieht verdächtig aus. Oh, ist es gar nicht. Hier. Ah. Wir haben eine weitere Zaubermuschel. 17 haben wir damit. Wir nähern uns dem Bereich. Auf zum Fischmaul. Das kriegen wir auch so hin. Und ein Level 2 Schwert. Oh, das war knapp. Was sagt Ulrira jetzt? Wir haben den Geist abgeliefert. Das Fischmaul an der Zwergenbucht ist weit geöffnet. Hört sich nach einem guten Platz zum Tauchen an. Tschüss. Ein Hibiskus. Den soll ich vielleicht mal ins Zoodorf bringen. Ja, spreng dich selbst in die Luft. Ah, das ist eine Nixenstatue. War hier nicht immer eine Nixe? Weites Meer. Ah, hier ist die Nixe. Eine große Welle hat mir beim Schwimmen mein Bikini-Oberteil vom Leib gerissen. Wenn du es finden kannst, bekommst du von mir eine... Eine was? Eine was? Ich kann mal tauchen. Hey, lass das, du Strolch! Und dann taucht sie weg. Und woanders wieder auf. Hey, ich tauche hier rum. Hey, lass das, du Strolch! Ja. Ich glaube, das haben sie in der DX-Version auch rausgenommen, dass man hier quasi diese Nixe ohne Oberkörperbekleidung, für Unterkörper braucht sie das ja wohl kaum, sich unter Wasser angucken könnte. Die DX-Version hat auch irgendwas mit Kameras. Hey Marin, singst du immer noch? Ja. Achso. Auch hier lieben sie die Ballade vom Windfisch. Hey Christine, willst du... Ah ne, du bist gar nicht Christine. Ach, hier seid die da. Christine, wo bist du? Oh, wie entzückend von dir. Du hast mir einen Hibiskus mitgebracht. Wenn du so ein Gentleman bist, könntest du mir einen Gefallen tun? Nie. Oh, wirklich? Und ich dachte, du seist ein Gentleman. Ja, okay. Ich tue dir einen Gefallen. Sonst geht's ja nicht weiter hier. Könntest du für mich einen Brief zu Dr. Wright bringen? Er lebt am Rand vom Zauberwald. Bitte. Du hast deinen Hibiskus gegen den Brief der Ziege getauscht. Und da steht jetzt der Hibiskus. Manchmal habe ich Heißhunger auf ein leckeres Stück Papier. Dann esse ich sogar einen Brief von meinem Liebling Dr. Wright. Das ist mir echt peinlich. Ziegen essen Papier. Anscheinend. So, wie kommen wir denn jetzt am schnellsten dann hier zu Dr. Wright? Ich glaube mit dem Mambo-Song.
Das ist am nahesten, glaube ich. Auf nochmal in den Zauberwald. Ein Teil der Macht. Na, Götter Ahorn. Hier war noch etwas versteckt. Ein Geheimgang. Ja, und hier sehen wir drei Schädel und einen komischen Altar mit weiteren Schädeln. Und hier kann man tatsächlich einen Bonus bekommen für... Ja, es gibt, glaube ich, drei Orte, wo man... Für verschiedene Sachen. Einmal ist das für die Bomben und für das Zauberpulver und ich glaube auch für die Pfeile einen Bonus bekommen kann, der quasi unsere maximale Trag, was wir maximal tragen können, verdoppelt. Und das bekommt man, wenn man hier quasi Zauberpulver in diese... in diesen Altar sprüht. Dann taucht hier einer auf. So eine Fliege. Die sich verwandelt in so einen kleinen Dämon. Wer stört mich da wieder beim Schlafen? Du? Na toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na warte. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen können? Nein. Willst du zur Strafe mehr Bomben tragen können? Nein. Willst du zur Strafe mehr Pfeile tragen können? Nein. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver... Oh, jetzt wiederholt sich das immer. Also müssen wir hier irgendwas auswählen. Ich nehme mal Zauberpulver. Und wenn wir weggeblitzt, und das ist unsere Strafe, eigentlich ist es eine Belohnung. Hehe, jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir rumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann. Tschö. Ja, und jetzt haben wir auch wieder volles Zauberpulver. Ich weiß noch nicht, ob das so ist, wenn man unter 20 oder bei 20 wieder ist, ob man dann nicht wieder höher kommt als 20. Deshalb versuche ich immer über 20 zu bleiben, damit ich diesen Bonus nie verliere. Aber jetzt können wir doppelt so viel tragen. Und es gibt noch zweimal, kann man diesen Typen nochmal treffen im Spiel, um auch Bomben und Pfeile doppelt viel von denen schleppen zu können. Aber für mich ist das Wichtigste eigentlich das Zauberpulver, weil das so selten auch zu finden ist tatsächlich. Dr. Wright, ich habe einen Brief für dich. Was ist das? Ein Brief? Für mich? Das ist ja toll. Und sieh doch, mit einem Foto. Ah, das ist Christine. Naja, ist mehr Prinzessin Toadstool, würde ich sagen, ne? Ja, die Ziege will sich wohl nicht zeigen. Sie ist ja so hübsch. Warte, ich muss dir irgendetwas für deine Mühe geben. Moment, dieser Besen ist alles, was ich habe, okay? Bitte, du musst diesen Besen von mir annehmen. Bitte, du musst diesen Besen von mir annehmen. Ja, ich nehme den Besen an. Aus Dankbarkeit hast du von Dr. Wright einen Besen erhalten. Wenn er wüsste, wie Christine wirklich aussieht. Ich habe es ja immer gesagt. Briefe schreiben lohnt sich. Na, in diesem Fall tat es das wohl. So. Jetzt zum Fischmaul. Was war in dieser Höhle nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Na, Enterhaken, irgendwas. Okay, Fischmaul ist definitiv dran. Platzt, ihr Gegner, platzt. Geist, Ruhe in Frieden. Wenigstens du. So. Wo war der nächste Teleporter? In Zodorf ist einer, aber ich glaube... Ich werfe mich einfach mal rein. Entweder komme ich jetzt zum Wasserfall... Ja, da will ich ja nicht hin. Ich will woanders hin. Der Tech-Teil will auch mit, aber er kann nicht, weil er ein Monster ist. Monster können sich nicht teleportieren. Wer braucht den Besen? Jemand braucht den Besen. Demnächst eröffne ich wohl ein Bistro, achso. Okay, du willst es ja nicht haben.
Marin singt weiter. Singen, ich will einfach nur singen. Au, 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 au. So, hier komme ich gar nicht lang. Ah, weg hier. Ah, ah! Wie ungünstig. So, ab ins Wasser. Da fühle ich mich sicher tatsächlich, weil ich tauchen kann. Ich habe noch kein Bikini-Oberteil gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wer den Besen braucht unbedingt. Tauchen wir hier. Durch die Höhle. Tja, hier kommt man halt auch nur hin, wenn man halt tauchen kann. Man kommt ja auch überhaupt erst hin, wenn man schwimmen kann. Das Fischmaul. Hinein. Level 5, Fischmaul. Na, gerade rechtzeitig umgedreht. Ah. Fieser Kerl. Naja. Aber es taucht nichts auf. Da ist eine Truhe, die wir nicht erreichen können. Ein paar Fledermäuse. So, der ist tot. Ah. Brauchen wir von diesen Kreaturen. Außerdem der Kompass. Na, schnell gefunden. Das akustische Signal zeigt dir die Räume, an denen den Schlüssel versteckt sind. Das tut es wohl. Ja, ich kann Bomben legen, denke ich gerade. Jawohl. Dann geht die Tür auf. Aber wir wollen ja hier rein. Oder müssen hier rein. Ah, Gegengewichte. Hüpf, hüpf. Ja, geschafft. Stalfos-Ritter. Es gibt eine Menge Stalfos hier in diesem Level. Das ist auch der Zwischenboss. Götteraum. Hm. Und auch ein Muster, was ihm verdächtig aussieht. Ich glaube, wir sollten das zusammenschieben. Ein Schlüssel. Yay. Oh. Hier ist ein Raum mit 4 Blöcken in den Ecken und ein Schädel auf dem Boden. Und mehr kann ich hier noch nicht machen, aber das ist interessant. Ich muss hier sowieso hin, weil ich ja definitiv einen Schlüssel brauche. So. Zurück geht's ein bisschen schneller oder einfacher. Bombe gelaufen und du läufst bitte nicht weg. Nein. Na, ich kann auch einfach so durch die Tür gehen. Ich brauche die Gegner ja nicht besiegen, das ist bloß für die andere Tür. So, ist hier noch irgendwas? Sieht verdächtig aus, einfach weil sie da ist. Aber da war nichts. Okay. Au. Okay. Wieder Zeit für Bomben. Ah. Komm, lauf rein. Na? Nein. So, jetzt. Tust du mir gefallen, danke. Ein Teil der Macht. Geh jetzt mal links. Ein paar Bomben. Oh, verfehlt. Wieder verfehlt? Ah, wie geht das? So. Aha, da taucht eine Truhe auf. Außerdem ein paar Bomben wieder. 28. Außerdem die Karte gibt es hier. Sehr schön.
Okay, wo sind wir? Alles klar. Schwein. Und Pfeile. Ich habe nur leider noch keinen Bogen. Und da sind so mit Haken versehene Brücken, die wir zu uns ranholen müssen eigentlich. Au, 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 au. Naja, hat auch so geklappt. Ah, ich brauche den Enterhaken hier. Oh. Das ist natürlich jetzt doof. Oh, meine Lebensenergie geht zur Neige. Ein Glück habe ich den Trank von Gaia Wally bei mir. Aber was soll ich jetzt hier machen? Ich muss woanders lang. Ah, das Piepen ist weg. Das ist schon mal schön. Oh, die werfen sogar mit Knochen diesmal. Mit dem Schwert kann ich sie abblocken. Oh, der erste Stalforce-Endboss. Es ist ein riesen Stalforce mit Schwert und Schild. Wir müssen ihn irgendwie... Ich glaube, mit Bomben müssen wir ihn hier treffen. Oh. Das sieht schlecht aus. Das sieht sehr schlecht aus. Aber dann können wir den Trank in der Aktion erleben. War das so? Okay, der Sprite ist immer in Bewegung. Ich würde trotzdem mal speichern, weil irgendwie bin ich gerade ein bisschen raus. Bleib mal stehen. War das überhaupt die Art, wie man ihn besiegt? Ich hatte ihn nicht so stark in Erinnerung. Vor allen Dingen nicht so nervig. Das bringt gar nichts. Vielleicht muss ich ihn wegrammen. Nee, auch nicht. Vielleicht von der linken Seite? Ja, tatsächlich. Okay, jetzt habe ich die Strategie. Und dann fällt er so in sich zusammen und dann kann man ihn mit einer Bombe verwunden. Mal. Ein drittes Mal. Ah, du bist stärker als ich. Noch, aber ich komme wieder. Ja, aber auch nur wegen dem Heiltrank. Ja, er haut dann einfach ab. Und das war jetzt quasi der erste Kampf, den wir gegen den Stahlforce-Ritter hatten. Und wie wir schon in dem anderen Raum gesehen haben, es wird 4 Kämpfe gegen ihn geben. Und dann kommt dann im zweiten Raum, ist er dann, wo dann 2 Blöcke drin sind, im beim dritten Mal, dann, wo 3 Blöcke drin sind, und beim vierten Mal, wo 4 Blöcke drin sind. Also wir wissen schon, wo wir ihn besiegen können, an welcher Stelle. I'm sorry, aber ich war wohl vor dir an dieser Truhe. Wenn du nach dem Inhalt suchst, komm doch, hol ihn dir bei mir ab. Stalforce. Gezeichnet Stalforce. Tja. Gut, dass ich noch ein paar Bomben gefunden habe jetzt. Ah, noch mehr Truhen. Fässer. Ist da wieder ein Herz drunter? Nein, diesmal nicht mehr. Hm. Münzen. Droppt ihr auch Herzen? Nein, nur Münzen. Okay. Hier sind nochmal Stalforce-Ritter. Zwei Seiten mit
Feuer beschossen, solange Gegner im Bildschirm sind. Sobald die weg sind, ist alles wieder gut. Mein Herz, ich brauche Herzen. Ich habe keinen Geier-Wally-Trank mehr, ich habe nur einen Besen. Eine Steintafel könnten wir mal gebrauchen. Hier geht schon zum Endboss hin. Aber wir kommen noch nicht hin. Außerdem fehlt uns ein Schlüssel. Gumbas, das ist gut. Das ist sehr gut. Da kriege ich auf jeden Fall ein Herz. Ein Raum nördlich von uns ist, gibt es nicht. Noch mehr Pfeile. Na, lass mich in Ruhe. Ah, hier sind wir wieder. Okay, aber mir fehlt ein Schlüssel. So, da komme ich auch noch nicht weiter. Also bin ich wieder zurückgeworfen. Tja, wo geht's jetzt hin? Ich glaube, da, wo ich gerade nicht lang gelaufen bin. Au. Ja, den haben wir beseitigt. Hier müssen wir lang. Ich schiebe mal diese Blöcke ein bisschen durch die Gegend. Und dann kommen wir weiter. Diesen Nervbolzen da töten. Das ist aber ein seltsamer Stein. Ein Teil der Macht. Nehme ich gerne mit. Wieder unsere alten Wasserkäfer. Freunde. Und hier ist eine geheime Tür. Im Wasser. Oder ein Durchgang einfach. Nein, ich will nicht nach oben, ich will nach unten. Tintenfische auch aus Super Mario, also sehr viele Gegner aus anderen Spielen eigentlich. Toll, hier kommen wir auch noch nicht weiter. Ich brauche den Endhaken. Immer ein Herz. Das ist gut an Goombas. Zwei auf einen Streich. Okay, hier geht's noch nicht weiter. Aber hier sicherlich. Aber wie? Wie kann ich hier was schieben? Ich kann gar nichts schieben hier. Ich will das ziehen, aber es geht nicht. Okay, dann müssen wir einen anderen Pfad wählen. Ich gehe nach Norden. Teil der Macht. So. Hier ist eine Truhe, an die wir auch noch nicht rankommen. Also man braucht wirklich oft den Enterhaken hier in diesem Level. Jetzt sind wir auf dieser Seite. Aha, so geht das. Ah, wir mussten jetzt auf der anderen Seite den Gegner töten. Und hier wäre Stalfos 3. Na, jetzt wir sterben. Ah, die Steintafel. Na, toll. Was wohl auf der Tafel zu lesen ist? Ich weiß es nicht. Sag du es mir. Diagonal springen, aber das war der falsche. Ne, muss ich gar nicht, muss einfach nur hier rüber springen. Hm.
ein paar mehr Bomben sind nicht schlecht, aber hier brauche ich auch wieder den Enterhaken. Und hier brauche ich auch den Enterhaken. Da auch. Ich brauche überall den Enterhaken. Wo ist dann der Raum mit den zwei Sachen? Hier müsste noch ein Schlüssel sein. Verschieben kann ich ja auch nichts. Das ist nicht so vorgesehen vom Spiel. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt.